Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 5. Wir haben das Tutorial abgeschlossen und ich bin sehr gespannt, ob jetzt okay, so kann ich gucken. Ja, ich kann besser gucken. Oh ja, das wird gut. Und so kann ich mich rollen. Okay, das wird gut jetzt mit der Steuerung. Das merke ich. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Nirgendwohin. Ich nehme an, dich kann ich nicht öffnen. Anscheinend nicht. Denn die Aktionstaste müsste jetzt auf dem X liegen. Hoffe ich jedenfalls. So, was ist das hier für ein Quadrat auf dem Boden? Und da geht's runter. Okay. Können wir hier. Sorry. Können wir hier irgendwie hoch? Nee. So, sie hebt da auch die Arme so von alleine. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob der Button funktioniert hat. So, kommen wir hier weiter? Nein. Ah, shit. Sag nicht, wir haben noch irgendwas verpasst und es war gar nicht so komplett Tutorial-mäßig, sondern wir müssen da noch irgendwas machen. Mist. Ich bin echt davon ausgegangen, dass wir jetzt hier einfach so reinspazieren und was machen können. Na, gucke mal. Okay, hier scheint es weiterzugehen. Das habe ich irgendwo voll übersehen und dramatische Musik. Ja, da ist jemand. Hallöchen. Du bist aber nicht zum Spielen aufgelegt, mein Lieber. Wow. Der zieht ganz schön viel ab. Habe ich eigentlich schon andere Waffen? Nee, nur Muni. Ich meine, okay, Muni ist auch schön, aber bringt erstmal nichts ohne die Waffe dazu, natürlich. So, können wir hier rein? Hallo? Nein. Ist einfach nur ein schöner Brunnen. Und wo sind wir? Antico Café Recco. Okay, das alte Café Recco. Ich weiß nicht, was Recco heißt. So, hier bräuchten wir was. Ich glaube, wir haben nichts. Ich glaube, wir haben noch nichts. Wir haben nur den Stein. No. Nee. Ich glaube, da passt eher ein Schlüssel rein. Und ich denke, wir haben das No. hier. Nee, das geht auch nicht. Aber komisch, dass wir die Geheimnisse im Inventar haben, oder? Aber ich mag es jetzt schon. Das erinnert mich so an Venedig. Einfach so die kleinen Gassen, durch die wir durchgehen können. Die Ecken, hinter denen die Gegner lauern. Ach ja, ich mag das. Und ein bisschen über die Balkone vielleicht turnen. Das ist doch schön. Genauso mag ich das. Das könnte gerne häufiger urban sein für mich. Oder hier auch mit dem Motorrad durch und sowas. Das macht ja auch sehr viel Spaß. So, haben wir hier irgendwas? Wo habe ich eigentlich die Fackeln? Die Fackeln muss ich doch jetzt auch hier irgendwo haben, oder? Nee? Okay, dann halt nicht. Ah ja, ich glaube, die Fackeln, die sind noch auf alt gestellt und alt kann ich nicht nutzen. So, da ist zu. Hier komme ich nicht weiter. Ja, dann wird es ja schon wieder schon wieder komisch. Dann weiß ich schon wieder nicht, wohin. Wieso kann ich hier hin? Was ist hier? Was ist hier, Lara? Und auf welche Taste könnte ich die Flares setzen? Das ist die Frage. Komme ich von hier denn vielleicht da so hoch? Oh. Nee, das ging nicht. Ich glaube, da sollen wir nicht hoch. Kann das sein? Oder geht es so?
Nee. Nein, ich glaube, das möchte sie irgendwie nicht. Aber sie versucht dann auch gleich. Nee, warte mal. Warte mal, du versuchst auch irgendwie gleich zu fliegen, ne? Du sollst ja eigentlich nur nach vorne und zugreifen, aber das macht sie nicht. So, von da sind wir gekommen. Das heißt, hier haben wir auch noch einen Weg. Vielleicht sind wir hier erfolgreicher. Bitte, bitte, bitte. Okay, da ist schon mal wieder so ein Wappen. Das können wir doch sicher ziehen, oder? Ach, da ist was drin. Ja, cool. Das ist doch super. Was haben wir hier? Nichts, wo wir hin können, anscheinend. Gut. Gucken, ob da jetzt ein Gegner rauskommt. Und ich bin mir immer nicht sicher bei solchen Türen, ne? Ob die benutzbar sind oder nicht. Aber nee, das sieht eher nicht so aus. Aber es finde ich schwierig zu erkennen manchmal. So, wo ging es jetzt hin? Hier hinten hin, ne? Hä? Nee, warte, wo? Von dort bin ich gekommen, genau. Und hier war die geschlossene Tür, genau. Richtig. Schon verlaufen. So, dann können wir jetzt hier durch. Beziehungsweise hier reingreifen. Oh, Hallöchen. Komm. Oh Gott, kann ich die nicht alle irgendwie abschießen? Doch schon, ne? Okay, jetzt sind sie weg und ich habe echt die Hälfte meiner Gesundheit schon weg. Durch Hundi und Fledermäuse. Okay, sie macht wieder diesen Move. Wie kann ich das verhindern? Wie kann ich das verhindern? Eigentlich drücke ich nichts Komisches oder so. Naja, gut. Gucken wir uns das halt gerne an. So. Was haben wir hier? Och, das sieht aber nett aus hier. Da würde ich auch gerne chillen. Habt ihr hier was drin? Kann ich mich hinsetzen? So ein bisschen entspannen. Ach ja, und hier noch so ein paar Sonnenstühle, Sonnenliegen. Da ist es doch wunderbar. Ach ja, und wir träumen natürlich auch alle wieder davon zu verreisen. Venedig ist super schön. Also ich war einen Tag da und habe mich eigentlich gleich verliebt in diese kleinen Gässchen. Es ist einfach alles so niedlich und es hat auch nicht gestunken, weil manchmal liest man das ja. Das war aber. Ja, es war im Oktober. Vielleicht lag es auch einfach an der Saison. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall super schön. Und Rom war ich, wie gesagt, auch schon mal ein paar Tage. Hätte gerne mehr Zeit gehabt. Und ja, Infrastruktur und Gastfreundschaft ist so ein bisschen schwierig gewesen. Also man muss schon ein bisschen klarkommen. Mit dem System dort, also mit den Bussen. Man muss wissen, wohin die fahren. Es ist jetzt nicht so super krass für Touristen ausgelegt gewesen, fand ich. So, was haben wir hier? Ach so, auch nur noch Goodies. Ja, aber Goodies sind doch auch gut. Ja, dann geh doch mal hoch und nimm dir das Goodie. So, und was haben wir hier? Ah, da können wir rüber. Okay, wir sollten vielleicht auch mal zwischenzeitlich speichern. So zum Beispiel. So, und dann hier rüber. So, ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt so hinter uns lassen, was hier so zwischendrin ist. Aber vielleicht waren wir da schon oder müssen da später hin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist gut, erstmal oben zu bleiben. Gott, ich werde mich hier sowas von verlaufen, ey. Es fängt jetzt schon an. Bin ich jetzt wieder beim gleichen? Nee. Nee,
Das ist was anderes. Okay, jetzt bist du hier oben. Aha, einmal um die Ecke. Oh, Schlüssel. Ein Schlüssel ist immer willkommen. Dann kann ich da vielleicht durch das Tor am Platz und diese Kamera. Ist auch interessant. Okay, ich höre wieder ein Hundi. So, jetzt waren wir hier drin. Und jetzt können wir noch hier weiter. Gott, wenn jetzt wieder ein... Oh, ja. Danke, dass ihr mir das nochmal zeigt. Da war ich schon. Danke für den Hinweis. So. Aber komme ich da jetzt auch hin? Oder ist das hier einfach nur so ein schöner Ausblick? Ist einfach nur ein schöner Ausblick, oder? Oder kann ich hier aufs Dach? Soll ich es wagen? Wir können ja speichern. Und dann mal gucken, ob wir da drüber springen können. Oh, können wir wirklich? Oh, nice. Okay, das ist nice. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwas verpasst haben. Aber hier ist jetzt wieder ein Hundi. Oh nein, da ist wieder ein Hundi. Ja, ich sehe dich. Ich gehe lieber nochmal hoch. Ganz langsam. Oh Gott. Der rastet schon so ein bisschen aus, ne? Kann ich... Komm, wir nehmen ein kleines Medipack, glaube ich. Das gönnen wir uns. So. Ja. Wunderbar. Ja, rückwärts bitte. Oh Gott, der ist schnell. Komm, lass... Oh Gott, der ist eigentlich schon direkt immer hinter mir, ne? Junge. Hui. Du bist ein wenig anstrengend gewesen, mein Lieber. So. Und ich... Ja, gehe ich da jetzt nochmal durch? Vielleicht schon, ne? Oh, und ich habe so einen Ohrwurm, falls jemand von euch letzte Woche Böhmermann gesehen hat. Mit seinem Song. Mit seinem Ischgl-Fieber. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil es halt wirklich ein dummer Ohrwurm ist, der funktioniert. Das ist halt wirklich nicht nur irgendeine dumme Parodie, sondern das funktioniert. Das ist nicht super nervig und man kann sich wirklich vorstellen, dass im Ischgl-Fieber zu singen. So, genau. Hier waren wir, da waren wir und dann bin ich da durchgegangen. Jetzt war die Frage, was ist hier? Oh Gott, ja. Mhm. Oh komm. Oh Gott, okay. Wow, wow, wow. Schon wieder ein Medipack, das ich eigentlich nutzen kann jetzt. Okay, bin ich jetzt... Ach so, da oben war jetzt ein Goodie, glaube ich. Und wo sind wir denn hier angelangt? Das ist auch nochmal was anderes. Ein Hebelchen. Aha. Okay. Ach so, dann kommen wir da wieder raus. Hat jetzt nicht super viel gebracht, ne? Aber okay, wir stecken mal hier unseren Schlüssel rein. Ah, nein, nein! Oh Gott. Oh Gott. Toll, jetzt habe ich ein großes Medipack verbraucht. Naja. So, dann speichern wir nochmal. Nee, warte, speichern. So, so. Und gehen weiter. Ich hoffe, ich habe hier nichts verpasst. Oder soll ich oben nochmal durch? Aber es war ja sonst... Nee, ich glaube, sonst haben wir eigentlich alles abgeklappert. Ich will die Geheimnisse aber finden. Hallöchen! Bist du tot? Anscheinend, okay. Und das hier sieht auch so ein bisschen wie Marokko oder so aus. Mit den Palmen hier im Innenhof.
Ah, da ist was, okay. Ja, leider sehe ich es nicht. Aber mal gut getippt, dass da was liegt. Okay. Ja, das muss ich echt noch mal machen, glaube ich, hier mit den Configurations. Use Flare. Was kann ich denn denn nutzen? Ich habe, glaube ich, sonst. Nichts mehr auf mein. Ja, wobei, komm, wir machen mal. Was haben wir hier genutzt? Punkt, glaube ich. Machen mal Punkt. Dann müssen wir bei Duck was anderes machen. Dann machen wir bei Duck. Aber das hier und dann machen wir halt bei Look. Oh Gott, ist das sinnvoll? Ich habe keine Ahnung. Machen wir bei Look das hier und bei Inventory machen wir halt. Nein, hallo, ich habe Escape gedrückt, aber okay. Ja, das wird doch nichts, oder? Weil wenn ich jetzt sage, das hier, dann komm ich dahin. Okay, und wenn ich. Warte, das ist jetzt Ducken? Okay. Das ist jetzt Flair. Ah ja. Okay. Okay, so. Sonst wäre hier aber nichts. Und hier ist sonst auch nichts. Okay, okidoki. Gut. Haben wir das auch geklärt. So, hier geht's runter, da geht's hoch. Ist oben zuerst besser? Hallöchen. Wieso bist du noch am Leben? Ich dachte, du stirbst mal. Da müssen wir anscheinend wieder balancieren. So, was haben wir hier unten? Einfach der gleiche Weg runter, ne? Ach so, ja. Von hier sind wir gekommen. Ah, schon bin ich verwirrt. So, was haben wir hier unten? Was ist da? Oh! Ein Stern. Frage ist, wofür? Aber gut, dann war es doch ganz gut, hier jetzt hinzugehen. Wofür auch immer wir dieses Artefakt dann brauchen. So, sonst war hier nichts mehr, ne? Nur die Wand. Und hier haben wir auch nichts mehr. Okay, und dann speichern wir nochmal, weil wir jetzt ein bisschen Seiltänzen müssen. So, wie ging das nochmal? Mit dem Action-Button drauf. Und dann bloß nicht umfallen. Okay. Okay, und ich muss aber auch nach vorne drücken, ja? Okay, nee, in die Mitte. Gut, machst du das? Gut, machst du das? Okay, in die Mitte. In die Mitte. Ja, gut, so schwer ist es eigentlich nicht. In die Mitte. Nach links. So. Und jetzt bist du doch gleich drüben. Sehr schön, danke. Okay, was haben wir hier? Ist hier oben noch was? Nee. Also, das heißt, ich soll da runter, oder wie? Kann ich jetzt eigentlich überhaupt irgendwie gucken? Nee, kann ich nicht, weil auf dem Tab ist ja das andere. Okay, aber hier geht es ja definitiv dann nicht weiter, ne? Oder geht es da noch weiter? Nee. Okay, was hat das denn? Okay, dann soll ich wohl hier hin. Ich höre auch schon die Musik. Da ist ein Hebel. Aha. Dann geht das da auf, oder? Ja. Da kommt auch bestimmt gleich wieder was raus. Noch nicht. Und wo waren wir hier?
Hier ist noch ein Tor. Da waren wir auch noch nicht. Aha. Da wird's dunkel. Und hier? Und hier? Sind wir auf der... Hä? Hier sind wir nochmal woanders. Hier haben wir den Stern. Garden Key. Ach so. Ist das ein optionales Ding? Geht es auf? Nee? Geht nicht auf. Ach so, da fehlt noch ein zweiter anscheinend. Wer braucht denn zwei komplett überdimensionale, dekorierte Gartenschlüssel? Aber okay, dann wissen wir das auch. So, was ist hier? Ich möchte eine Flare zünden. Gar nichts. Hier ist gar nichts. Cool. Da kommen wir auch nicht ran, oder? Nee. Okay. Dann, genau, hier kommen wir jetzt auch noch nicht rein. Also wir müssen durch das andere Tor in diesen Garten. So, da können wir jetzt durch. Und was war hier? Sind wir von hier gekommen? Hier ist ein Weg nach oben. Nee, hier waren wir auch noch nicht. Da kann ich durchschießen, oder? Nee? Nicht? Nee, anscheinend nicht. Okay, aber vielleicht kann man es von der anderen Seite öffnen oder mit der Shotgun später durchschießen. So, und wo geht's hier hin? Hier waren wir doch auch noch nicht, oder? So, hier ist eine verschlossene Tür. Ah, die kannst du aufmachen. Okay. Hier ist ganz schön viel los, ne? Also viel zu sehen. Oh, das ist Zielfernrohr. Und was hat es hier mit diesen Fässern auf sich? Was ist das? Was lagert denn hier? Das sieht irgendwie komisch aus. Das ist kein Wein, oder? Ah, da ist der zweite Schlüssel, glaube ich. Brauche ich hier auch einen Schlüssel? Ah, nee, brauche ich nicht. Aber Fledermäuse sind hier. Nee, Ratten. Kannst du... Hallo? Nee, die muss ich einfach abwarten, oder? Bis die weg sind? Seid... Hallo? Geht ihr bitte mal? Geht ihr bitte mal weg von mir? Ich hau einfach ab. Und was ist hier? Ein Revolver. Hilft der mir da unten vielleicht weiter? Komme ich mit dem Revolver da durch? Vielleicht. Vielleicht muss ich wirklich zielen. Und komme dann da durch. Ich glaube, die Ratten sind nicht mehr da. Okay, gut. Dann wollen wir doch mal den Revolver kombinieren mit Laser. Okay. Und equippen. So. Ding ist, wie kann ich da jetzt hingucken? Was hatte ich da gesagt? Ach so, ich habe genau, wir hatten gesagt, dass ich Look so vergeben habe, dass ich es gerade nicht nutzen kann. Dann sagen wir doch hier Walk. Das, ja, Walk ist doch gut. Walk brauchen wir doch eigentlich nicht. Kann ich da irgendwas anderes? Und sagen wir da B. Das ist mir ganz egal. So, dann können wir doch hier. Hallo? Ah, so kannst du gucken. Okay. Dann ist das andere jetzt Walk. Okay. Okay, das bringt gar nichts. Schade. Gut, dann nimm doch bitte deine anderen erstmal.
bis wir wissen, wofür wir das brauchen. So, dann haben wir jetzt den anderen Schlüssel. Und es ist so schön ruhig. Okay, das. Nee, warte, warte, warte. Es tut mir leid, dass ich da so viel jetzt irgendwie rumwurschtel, aber manche Sachen hat man halt einfach so in den Fingern, ne? Und dann sagt man sich, nee, das geht nicht anders. Das muss auf diesem Finger bleiben. Aber okay, so ganz geht's trotzdem nicht. Ha. Gut, egal. Okay, das sieht gefährlich aus und mir ist jetzt doch eingefallen, dass ich ja eher Walk brauche als Dash. Dash ist, glaube ich, ziemlich unwichtig. So, jetzt aber. Okay, haben wir es jetzt auch endlich. Okay, wir wollen noch mal speichern. Und jetzt kommen wir dann da vorne durch anscheinend. Bin mal gespannt, was da jetzt für eine Falle auf mich wartet. Cowboy hope to achieve with this mindless firing. Ain't mindless? Ain't we trying to kill her anymore then? You were kicked in the head by a horse, we? So the brain doesn't work correctly? How'd you know about that? Never mind. Never mind. We wait until she collects the other pieces. In this fashion, we have the full price at no extra effort. You is one clever cookie, boss. Comparatively, yes. Komm, let's get off this roof and I will buy you a milkshake. Okay, also die warten, bis wir die anderen Teile haben. Hier haben wir anscheinend den Mercury Stone eingesetzt, oder? Ja, sieht so aus. Okay. Wir brauchen noch drei weitere. Aha. Und die beiden Idioten wollen uns verfolgen. Okay, da. Was haben wir da? Und was ist hier? Okay. Liegt hier überhaupt noch was vielleicht? Beziehungsweise was? Was ist das da? Wie konnte ich jetzt gucken? Hiermit. Was hier? Achso, scheint irgendwie nicht so wichtig zu sein. Okay. Kommen wir hier hoch? Nee, das ist ja auch nur. Die andere Seite ist, glaube ich, nicht so wichtig. Okay. Sonst ist hier drin jetzt an sich auch noch was. Da ist auch noch was. Da ist Wasser. Okay. Und was ist hier? Gehen wir erstmal hier hin. Kommen wir dann zum Dach, wo die zwei Idios waren. Ah, da brauche ich meinen Revolver. I see, I see. Schön, dass du auch genauso drauf starrst. So, dann wollen wir den doch wieder benutzen. Und schauen. Und ja, jetzt geht das auch viel besser als im letzten Teil. Und schießen. Ha, ha, ha. I knew it. Ja, jetzt musst du aber nicht weiter hingucken. Okay, da ist jetzt offen. Hier sind wir hergekommen, ne? Und was ist in der Mitte?
Ja, vielleicht jetzt nicht mit dem Revolver. Was haben wir hier? Noch ein Zielfernrohr. Ja, danke. Ich habe schon eins. Okay, was ist das hier? Können wir das ziehen? Nee, da muss irgendwas reingetan werden oder so, ne? Oder wir müssen irgendwas schaffen und dadurch wird das dann langsam nach und nach geöffnet wahrscheinlich. So, nochmal Muni. Für eine Shotgun. Ja, komm hier weg. So. Was haben wir hier? Soll ich da hin? Da ist wieder so ein Ding zum Arm reinstecken. So, ich würde sagen, wir speichern nochmal. Nur um sicher zu gehen. So, da nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Oh, scheiße. Genau deswegen habe ich gespeichert. Oh. Das war auch nicht gut. Okay, ja, ich würde aber sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei für diese Folge. Haben jetzt, glaube ich, viele Dinge zu erkunden. Wissen, wer unser Gegner ist, mehr oder weniger. Irgendwelche französischen Typen. Und ja, dann werden wir rausfinden, wo die anderen Steine sind und wie es weitergeht. Bis dann!